Mahlzeit, Leute, herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, beim letzten Mal haben wir hier ein verlassenes Gefängnis ausgelootet. Und da liegt ein kaiserliches Schwert, das uns aber herzlich wenig interessiert. Ja, genau. Dort hinten. Wo war denn das Gefängnis jetzt? Es ist irgendwo dort hinten. Ah, Lydia ist jetzt auch endlich da und da vorne läuft eine Ziege. Aber ich möchte jetzt erstmal hier wieder zurück auf die Straße. Aber was ist das hier für ein Schloss oder eine Burg? Das interessiert mich jetzt. Wir wollen ja hier schon, ich sag jetzt mal, vollständigkeitshalber erstmal hier so ansehen, was hier so auf dem Weg so rumliegt. Vielleicht ist es eine Banditenfestung, vielleicht ist es aber auch irgendwie eine Festung der kaiserlichen Sturmmänner oder was weiß ich. Festung Amol. Sieht auf jeden Fall ziemlich bewohnt aus dort und da liegt eine Leiche der Sturmmäntel. Ich schätze mal, das ist eine kaiserliche Festung. Ihr seid tot. Hm? Nein, doch nicht. Hui, wir können uns mit Magiern anlegen. ja, die haben uns ja nicht mehr gewarnt oder so. Das soll... Zack. Stirb. Oh fuck, der macht es down. Aber gut, wir haben sowieso ein Level up. Das heißt, jetzt machen wir erstmal hier wieder alles voll. Ausdauer. Und was verbessern wir? Was machen wir denn hier? Ja, machen wir einfach hier 20% Wirkungsvoller. So, jetzt sind unsere ganzen Stats wieder voll. Und mit mächtigen Angriffen kommen die sehr schnell down. Und das war nur ein Lehrling. Das ist schon etwas krass. So, dort hinten rennt Lydia rum. Ich schätze mal, dass es Lydia ist. Gut. Dort hinten ist doch noch jemand. Wer bist denn du? Sturmmagier-Lehrling. What the fuck? Alter, ich hab dir doch nichts Böses getan. Und dann greifen die mich hier alle total... Was verstehe ich nicht? Wenn die... Warte mal. Wir haben ja so Drogen, wenn ich mich nicht irre. Ja, hier zum Bleistift. Was war denn das hier? Ach, das ist Goma, genau. Hier, das einmal nehmen, bitte. Und hier. Und die haben wir jetzt aufgespießt. Nice. Hexengrabenklaue. Verkohltes Geberfell. Das kann man essen? Okay. Alchemielabor. Die Verlockung ist groß. Die Verlockung ist groß. Aber erstmal Heilung. Wir werden uns jetzt hier einfach mal das Ganze hier genauer zur Brust nehmen. Kommen wir hier rein. Ja, Festung Amol. Mal schauen, was uns da drinnen jetzt erwartet. Huhuhu. Zuerst mal Feuerheim, bitte. Was? Oh mein Gott. Ach, Feuermarke macht uns sowieso nicht viel aus. So, geh. Bitte! The fuck? Alter, was bist du für ein Freak da vorne? Alter. Alter Schwede. Alter, nee. Alter, das geht ja mal gar nicht klar, ne? Zack. Geh drauf. Bitte geh drauf. Am besten noch bevor deine Kollegen kommen. So. Wir machen erstmal diesen Eismagier hier. Weil Eismagier sind für uns am schlimmsten, meiner Meinung nach. So, ich weiß, dass du nicht mehr kannst. Wir machen dich fertig. Und Lydia steckt so ein Eissaft direkt im Gesicht, war klar. Stab des Schutzgeistes. Hier vorne ist doch noch einer, Lydia. Wieso übersiehst du den? Der lenkt Kamehameha auf oder so. Was machst denn du da? Was machst du da? Ach, hier stirb. Bitte, geh einfach kaputt. Geh kaputt! Neva leitet mich. Wer ist das schon wieder? So, du bist tot. Feuersalze. Geldbeutel, Geldbeutel. Ich hab gesagt, Geldbeutel. So, was ist denn das hier? Buch der Dädra? Erhöht kein Skill, interessiert uns nicht. Nee. Hier, das nehmen wir mit. Säge.
Ich bin jetzt übrigens im Überlegen, ob ich dir überhaupt noch die Bücher zeige, weil manche interessiert das ganz und gar nicht, was da drinnen steht. Ich habe da jetzt schon öfters geschrieben bekommen, dass das denen ein Scheißdreck interessiert, was da drinnen steht. Finde ich allerdings sehr schade. Das Firmament, nee. Interessiert uns nicht das Buch. Dynamiras Fäulnis. So, was ist denn hier? Das Amulett der Könige. Ein Kochtopf, wir könnten mal kochen. Nee. Machen wir aber nicht. Blaue Magierrobe. Den nehmen wir mit. Ah, Verzauberungs. Ach, das nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir mit. Ah, keiner Verzauberer. So, was können wir hier jetzt entzaubern oder beziehungsweise verzaubern? Entzaubern. Wir nehmen jetzt einfach hier. Ich weiß, kaputt. Das machen wir kaputt. Ring der geringfügigen Finger machen wir kaputt. So, das hier machen wir. Und ja. Ich glaube, das wäre es jetzt erstmal. Zaubertank der Regeneration. Verzeichnis der Rüstungsverzauberung. So, Verzauberung hat sich verbessert. Schön. Könnt mal wieder brav lesen. Auch wenn es euch wahrscheinlich am Ende nicht interessiert. Wie gesagt, ich finde das einfach nur schade. Ich habe deswegen jetzt schon, hab das schon von Leuten so ein Feedback bekommen. Hey, das sieht doch eh keiner. Ich werde es jetzt einfach dennoch eiskalt durchziehen. Ich sehe da einfach sonst. Ja, ich mache das jetzt einfach. Es gibt Leute, die es interessiert. Wenn es euch nicht interessiert, mein Gott. So eine Truhe Adept. Die kriegen wir auf. Irgendwie. Verdammt! So. Hier vielleicht dort so ein wenig. Verdammt! So. Die Richtung habe ich schon mal. Ah, goddammit, so knapp. Runter. Weiter runter. Ha, geknackt. Das hier, Elfenstiefel brauchen wir nicht unbedingt. Lehrlingsrobe der Zerstörung nehmen wir mit. Lydia, das sieht nicht gesund aus, wollte ich gerade eben sagen. Das sah etwa so gesund aus wie. Keine Ahnung. Öffnen Skyrim. Jetzt sind wir wieder. Haben wir die Festung jetzt eigentlich so abgeschlossen? Ich glaube schon. Die Legende nach erhielten die höchsten Drachenpriestermasken oder was weiß ich. Haben wir den Ort abgeschlossen? Nein. Strange. Ist hier vielleicht noch irgendwo was außer der Turm? Was ist denn das hier? Schrein von Julianus. Lass uns aber mal sägen. Nein! Wir haben die Wand. Oh Gott, ich bin so doof. Ich bin so doof. Hier nochmal laden. Nee, ist Kram eingefallen. Der Stand ist Kram alle Krankheiten entfernt. Das heißt, ich hätte mich jetzt hier nochmal hinstellen können und den ganzen Vampirismus-Kack über mich ergehen lassen können. Und darauf hatte ich gar keine Lust. Aber wirklich gar keine. Bisschen und nicht weiter. Wir gehen jetzt mal den Turm rauf. Ich glaube, dort oben ist noch einer am Rumgammeln. Den räuchern wir aus, auch noch aus. Oh, ich wurde in Facebook angeschrieben. Was? Hallo, was bist du für ein Noob eigentlich? Ja, Lydia gähnt auch erstmal. Ja, hier. Ja, du bist tot. Stirb! Alter, weich mir nicht aus! Den zünden wir jetzt aber auch ein wenig an. Ah, ne, wir sollten jetzt unbedingt nicht unbedingt einen Feuermagier anzünden. Einfach nur um den zu trollen, machen wir jetzt das hier. So können wir auch gut Zerstörung erhöhen nebenbei. Oh fuck, fuck, unsere Leben! Unsere Leben! Das war jetzt nicht geplant. Gesundheit wiederherstellen. Ja! So. Stirb. So, und jetzt einmal Heilung bitte. Und was hast du? Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Okay, jetzt müssen wir irgendwie zur Straße wieder zurückfinden. Ich glaube, die Straße ist da vorne. Sieht auf jeden Fall sehr stark danach aus, weil dort auch dieses verlassene Gefängnis ist. Bisher nicht weiter. Hä? Ja, möge das einer verstehen. Zack. Flammen. Waffen weg. Wow, wir sind tatsächlich sehr weit gekommen.
Wir haben da vorne angefangen und... ja. Ziege! Ziege! Oh, die ist weggerannt. Schade. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Dort unten scheint irgendwie eine Bauernschaft zu sein. Oder irgendwie ist ein Sägemühlenwerk. Das sehen wir uns natürlich auch erstmal genau unter die Lupe. Ist hier vielleicht Erz? Nein. Dackel, Dackel. Hm. Und da vorne... kleiner Ort. Schöner Fluss. Es ist Nacht. Dort vorne ist der Hals der Welt. So, wo sind wir denn hier? Mischwassermühle entdeckt. Gilfres Haus. Ja, was bist denn du für ein lustiges Hühnchen? Ja. Interessiert doch eh keinen. So. Hier ist nichts. Hühnerei. Hühnerei, Hühnerei. Nehmen wir mal, damit können wir Spiegelei draus machen. Arbeiterhaus. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt einfach weiter. Wir werden hier bestimmt irgendwann noch was zu tun bekommen. So, düdeln wir weiter in die Richtung. Hey, da, was ist das für ein komisches Zeichen? Dieses Zeichen ist wie noch niemals... Ich verstehe es. Sind das Bäume und ein kleiner Hügel? Ein Fuchs? Fuchs! 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 Einmal dein Fell bitte. Fuchspelz. Ich habe doch gerade hier noch irgendwas gehört. Okay. Ich möchte jetzt wissen, was das da vorne für ein Ort ist. Weil ich das noch niemals wirklich in der Form so verstanden habe, was es darstellen soll. Ah, gehst du wohl hier rauf? Hm, See. Oder was soll das sein? Hm, davon brennt ein Licht. Maras Auge, Tümpel entdeckt. Okay. Schlammkrabben. Gut, da können wir wieder ein bisschen Seenfalle trainieren. So, und einmal Seenfalle auf dich. Ah, Dreckschlammkrabbe. Kein Seenstein ist groß genug. Das fühle ich mich jetzt ein wenig getrollt. Hey, ein Boot. Boah, du bist ja eine ganz schön große Schlammkrabbe. Zur Beschwörung hat sich verbessert. Oh Gott, die Schlammkrabbe ist ja auch nicht mal gerade klein. Alter, was sind das für riesige Schlammkrabben, bitteschön. Ach, hier, geh down. Hm, was ist das hier? Ist hier irgendwie was? Was ist denn das? Maras Auge, Höhle. The fuck? Gehen wir mal rein. Kenne ich jetzt keine. Lydia, du stehst im Weg. Was ist das hier? Ah, was ist denn hier? Goldene Halskette. Boah, geil. Was hier alles für ein geiles Zeugs rumliegt. Schmuggler-Tagebuch. Was steht denn da drin? Dieser Krieg ist nicht so gut für uns Geschäft, wie ich dachte. Klar. Ist die Bezahlung gut, aber die Transporte sind mit all den zusätzlichen Soldaten auf den Straßen schwieriger und es ist nicht leicht, Aufträge zu finden, die das Risiko lohnen. So wie unser aktueller Auftrag, da heuert uns ein Kerl an, ein paar Kisten zu transportieren, ohne groß Fragen zu stellen. Also bringen wir die Waren hierher und ich werfe einen Blick in die Kisten, nur um sie zu wissen, worauf ich mich da eingelassen habe. Und was finde ich? Leichen! Dieser Dreckskerl lässt mich Leichen transportieren. Tja, ich habe ihnen ihre Willen und ihr Geld abgenommen, also ist der... ist er der Gelackmeierte. Okay. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Junger Vampir? Okay, cool, Vampire. Oh, fuck, die Schädel aufgespießt. The fuck, und da hinten liegt ein Aschehaufen. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und was hast du? Das und das. Wieso stoßen wir hier schon wieder auf Vampire? So, was ist das hier für ein Aschehaufen? Das nehmen wir mit. Da haben sie anscheinend jemanden ziemlich übel zugesetzt. Unsterbliches Blut. Interessiert uns nicht. So, was ist hier? Käfige? Was sind da drin? Wächter von Ständer. Der Körper der Werwölfe. Du Vize der Wiederherstellung. Amulett von Ständer. Okay.
Ist hier sonst... Ah, hier ist eine Truhe. Die hätte ich ja fast übersehen. Orkischer Zweihänder brauchen wir nicht. Gold. Feuerton nachbeschwören können wir schon. Ring der Magiker. War's das hier? So? Ja, Maras Tümpel. Auge abgeschlossen. Puh. Das ist ja lustig. Haben sich zwei Vampire niedergelassen. Ja, ja. So, dann klettern wir mal wieder raus. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Was man hier alles für Sachen findet, nur wenn man sich immer so genau umsieht. Das ist schon Wahnsinn. Was finden wir? Karotten. Auch wenn die nur einen Gesundheitspunkt wiederherstellen. Wir nehmen es mit. Kleine Kiste. So, jetzt möchte ich wieder zurück auf die Straße, bitte. Ich glaube, das war doch hier lang, oder? Ach, wird schon irgendwie der richtige Weg sein. Hoffe ich. Nein. Oh, doch, da. Unten Straße. Was ist denn das da unten? Hilfe! Putzig. Muss töten. Ja, jetzt rennt die weg, ne? So, brenn. Krepiert's alle an AIDS. Krepiert's alle an Hepatitis. Haha. The fuck? Was macht der Hund da? Was hat dieser... Nee, ich will nicht wissen, was der Wolf davor hat. Ich will's nicht mehr wissen. Was ist denn das da vorne für ein Häuschen? Jump! Blub. Hey, cool, was war das da? Hm? Kampf. Ein Höhlenbär. Flussuferhütte entdeckt. Wow! Oh mein Gott, dieser Höhlenbär hält verdammt viel aus. Den sollten wir uns ein wenig vom Leib halten. So. Ha! Ich hab dich gefußt! Was hältst du davon? What the fuck? Lydia! Danke, Lydia. Du hältst mir erstmal so ein wenig vom Leib. Ich will auf diese Flussseite. Was macht meiner dafür eine komische Pose? So, ja, der versucht es gerade gegen die Strömung anzuschwimmen, aber wir waren so toll, dass nur wir das schaffen. Und jetzt muss der außen rumlaufen. Aber weil wir ihn jetzt wieder trollen, gehen wir wieder auf die Seite, damit er den ganzen Weg umsonst hier zurückgelegt hat. Wir schauen uns inzwischen... Oh fuck, der kommt doch wieder zurück. Wir machen noch diesen Kampf hier und dann beenden wir auch den Part. Oh, stirb! Stirb! Hier, du hast dich infiziert. The fuck? Ich hab dich mich irgendein Knochenbrechzeugs infiziert. Ich infiziere mich andauernd mit Krankheiten. Was haben wir denn noch so? Ne, wir wollen ja keine Krankheiten heilen. So, stirb! Boah, geh kaputt! Bitte. Oh, fuck. Zaubertränke, wir wollen keine Krankheiten heilen, immer noch nicht. Stirb! Hey, cool. Der ist jetzt einfach zusammengebrochen. So, was hast du dabei? Bärenklaue, Höhlenbärpilz, bla bla. Was hat denn jetzt diese Krankheit mit sich gezogen? Ausdauer verringert. Entzieht 25 Punkte Ausdauer. Okay, ich glaube so ist, wenn wir bald Vampir sind, dann dürfte sich Krankheit selber auch verpuffen. Hoffe ich mal. Gegrillter Lauch. Was ist denn das da unten? Geldbeutel. Ja, Leute. Wir beenden jetzt erstmal an dieser Stelle im Part. Also das war mal wieder die Elder Scrolls zum Skyrim. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das knacken wir das nächste Mal erst. Also würde ich mal sagen, ja, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.